Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Lia-Update. Die kleine Maus ist jetzt 10 Monate alt und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein Update. Die Kleine spielt hier gerade nebenbei. Ich hoffe, das stört euch nicht. Natürlich wieder ganz interessant irgendwelche Sachen wie rascheln und knistern. Ich glaube, einige von euch kennen das in dem Alter. Ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich habe mir das Ganze wieder so ein bisschen aufgeteilt und ein bisschen was aufgeschrieben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Thema Krabbeln an. Ich habe euch ja erzählt, das letzte Mal, dass sie noch nicht wirklich krabbelt. Und jetzt ist es auch eher ein Robben als ein Krabbeln. Also sie kommt voran auf dem Bauch, sagen wir es so. Aber der Popo ist noch nicht oben. Also sie bekommt den Popo einfach nicht hoch. Genau, wir stehen daneben und sagen, Po, hoch, Po. Aber sie bekommt den Po-Ski eben nicht hoch. Ja, ich glaube, da sieht ihr es ganz gut. Also die Kleine mag einfach überhaupt nicht krabbeln. Ich weiß nicht wieso. Wir lassen ihr aber noch die Zeit. Wir sind da total entspannt. Und wenn sie krabbeln möchte, krabbelt sie. Wenn nicht, dann eben nicht. Also ja, Hauptsache sie kommt voran. Sie kommt überall hin, wo sie hin möchte. Überall hin, um Schränke auszuräumen. Das ist nämlich das Nächste, was ich hier aufgeschrieben habe. Sie räumt schon total gerne und eigentlich immer Schränke aus. Ja, macht anscheinend ziemlich viel Spaß und da muss man auch echt aufpassen, dass sie sich da nicht irgendwie die Finger einklemmt oder so. Deswegen sind wir jetzt auch dabei, alles sicher zu machen. Aber auch das macht sie ganz fleißig. Sie räumt also schon die Schränke aus Schubladen. Wir haben ihr jetzt in der Küche extra eine Schublade, einen Schrank gemacht, den sie ausräumen kann. Da sind nämlich Flaschen drin, die kann sie ruhig ausräumen, da passiert nichts. Genau, und da krabbelt sie oder robbt sie immer hin und räumt dann den Schrank eben auf. Sie kriegt ihn auch von allein auf und so. Also da ist sie wirklich ganz, ganz fleißig. Ja. Ja, dann das nächste Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, laufen. Sie hat jetzt zu Weihnachten so einen Lauflernwagen bekommen und da ist sie wirklich richtig fleißig bei. Also an diesem Lauflernwagen rennt sie durch die Bude. Das macht sie wirklich richtig, richtig toll. Auch schon an der Hand und so läuft sie. Sie stellt sich auch immer schon an das Sofa, an den Couchtisch oder wenn sie im Laufgitter ist, stellt sie sich immer schon hin und läuft dann da immer so am Rand so lang. Ja, wir sind also echt gespannt, ob sie überhaupt noch krabbelt. Natürlich ist das für die Entwicklung einfach sehr wichtig, aber ja, sie ist wie gesagt auch beim Laufen einfach sehr, sehr flott dabei. Wir warten einfach mal ab, wie das so sich verhält. Sie ist so süß. Ja, dann habe ich euch ja schon erzählt, dass sie Papa sagt. Also beim letzten Mal beim letzten Update hat sie bereits Papa gesagt. Und jetzt sagt sie auch Mama. Und ich habe auch schon zweimal ein Opa erahnt. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch unbeabsichtigt. Aber ich habe Opa gehört und zweimal bereits. Mama ist wirklich auch schon so täglich. Und Papa ist eigentlich immer und überall. Also den ganzen Tag Papa, 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 Papa. Ja, und was sie jetzt irgendwie neu hat für ein Wort, ich weiß nicht, was das heißt. Goat. Goat, 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 sagt sie immer. Ich glaube, ihr hört das auch im Hintergrund. Lia, Goat. Sie sagt immer und überall Goat. Wenn sie irgendwo bei ist, irgendwie spielt, Goat, 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 Goat. Schaut sich gerade übrigens ein Buch an. Und klappt das immer auf und wieder zu. Richtig süß. Ja, gut, dann geht's weiter. Sie hat was Neues gelernt. Oh! Sie hat was Neues gelernt und zwar klatschen. Hier. Klatsch, klatsch, klatsch. Ja, ich weiß nicht, woher sie das hat. Auf jeden Fall fing sie auf einmal an zu klatschen und immer, wenn wir jetzt mit ihr singen oder wenn irgendjemand klatscht, dann klatscht sie ganz wild drauf los. Und ja, das ist auch super süß. Die macht sie jetzt seit ein paar Tagen. Ja, richtig goldig. Und was sie auch neu kann, das ist auch so unglaublich süß, sie winkt. Sie macht immer so oder sie macht immer so.
Das ist so süß, Leute. Ich habe euch versucht, das abzufilmen, aber genau natürlich in den Momenten macht sie es einfach nicht. Das ist wirklich meistens, wenn jemand kommt, den sie nicht so oft sieht, dann winkt sie erstmal. Bups. 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 Und immer, wenn wir die Treppe runterlaufen. Ich weiß nicht wieso, ob sie das irgendwie damit verbindet, dass wir dann weggehen oder so. Auf jeden Fall winkt sie dann immer. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Thema Stillen. Ich werde fast täglich auf Instagram gefragt, ob ich denn überhaupt noch stille, wie lange wir noch stillen wollen, etc. Und ich kann zu sagen, ja, wir stillen noch und zwar mit voller Begeisterung. Die Kleine, ja, es ist einfach immer noch so easy wie am Anfang. Also es läuft einfach. Das finde ich auch so toll. Für die Kleine ist es ein ganz wichtiges Ritual. Wir haben dann unsere Zeit zusammen. Und so süß, wie sie richtig umblättert. Voll goldig. Nee, super, guck mal. Ja, es ist unser Ritual, wenn wir dann unsere Stillzeit haben. Ich nehme mir die Zeit dann auch. Ich mache das nicht so nebenbei, sondern setze mich dann wirklich mit ihr in Ruhe hin und still sie. Und ganz wichtig ist das abends, also zum Einschlafen. Tagsüber wird es immer weniger, weil sie ja auch festen Brei bekommt jetzt. Aber ab und zu braucht sie auf jeden Fall die Brust, so wie jetzt gerade. Also ich merke, sie möchte auf jeden Fall an die Brust. Wie oft ich noch stille, kann ich also gar nicht sagen, weil es immer abhängig ist von dem, was sie isst und was wir am Tag machen. Wenn wir viel unterwegs sind, stillen wir mehr, als wenn wir zu Hause sind. Genau, aber wir stillen auf jeden Fall noch relativ häufig. Sie bekommt zum Thema Beikost, sie bekommt immer morgens etwas zu essen. Da isst sie aber auch schon sozusagen vom Tisch mit. Also sie bekommt immer ein Stück Brot. Dann bekommt sie mittags einen Mittagsbrei. Da isst sie manchmal das, was wir auch essen. Nur mache ich das dann halt sozusagen kindgerecht, das heißt ohne Gewürze. Wenn ich selber koche und püriere ihr das meistens dann. Oder wenn wir etwas kochen, was sie nicht so gut essen kann, dann bekommt sie einen Brei. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, abends bekommt sie dann meistens auch noch, wenn wir Abendbrot essen, auch noch so ein Stück Brot zwischendrin. Habt ihr es gehört? Gösi, gösi, gö. Ganz komisch. Bekommt sie entweder Kekse manchmal oder eine Reiswaffe. Und sonst wird gestillt. Ja, und das letzte Thema, was ich habe, ist Thema Schlafen. Genau, wie schläft die Kleine? Wie machen wir das überhaupt? Und bei uns hat sich das jetzt so eingependelt, dass die Kleine bei uns mit im Bett schläft. Ich war nie so ein Fan von Familienbett und so. Ich habe immer gesagt, ich möchte den Platz für mich und Felix allein haben. Ja, und jetzt ist die Kleine da und sie schläft seit 10 Monaten bei uns im Bett. Und das Beistellbett wurde vielleicht 3-4 Mal benutzt. Also das war echt so ein richtiger Fehlkauf. Ich würde es beim nächsten Kind trotzdem nochmal kaufen, beziehungsweise behalten wir das, was wir jetzt haben. Einfach weil ich nicht weiß, wie das mit dem nächsten Kind klappt. Und ja, vielleicht hat das nächste Geschwisterchen auch ganz andere Wünsche. Vielleicht möchte das freiwillig im eigenen Bettchen schlafen. Also Lia ist so, sie schläft nicht in ihrem Bett, sobald sie mich nicht mehr hat. Ich weiß nicht, ob sie mich riecht oder ob sie das direkt merkt oder so. Sobald ich nicht da bin, schläft sie nicht. Das ist einfach so. Und das bringt auch nichts, wenn sie im Beistellbett ist und ich direkt neben ihr liege. Sie muss direkt bei mir liegen. Und ich persönlich genieße das. Ich finde das total toll und mache das auch gerne. Also ich schlafe dann gerne mit der Kleinen zusammen. Klar, ich schlafe dadurch ein bisschen schlechter, aber Hauptsache die Kleine schläft gut. Und ja, das passt einfach so. Ja, in der Nacht stillen wir auch noch. Also sie schläft noch nicht durch. Da hat sie aber auch noch Zeit. Es gibt Tage, da schläft sie durch. Und da bin ich morgens ganz überrascht. Ja, und sonst in der Nacht meistens stillen wir noch 1 bis 2 Mal. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil ich davon meistens gar nichts mitbekomme, weil die Kleine einfach die Brust nimmt und fertig. Dann schläft sie weiter. Also, ja, es gibt, wie gesagt, auch Tage, da schläft sie durch. Aber es gibt halt eben auch Tage, da möchte sie 7 Mal an die Brust. Ja, aber regulär so durchschnittlich 1 bis 2 Mal stillen wir nochmal in der Nacht. Aber wie gesagt, bekomme ich davon gar nichts mit. Und wir gehen immer abends gegen 20, 21 Uhr ins Bett. Und dann weiß sie auch, davor wird sie fertig gemacht und dann weiß sie auch, okay, wir gehen jetzt hoch und es wird langsam ins Bett gegangen. Und genau, dann legen wir uns hin hier.
Wir gucken dann meistens noch eine Serie. Und, also die Kleine nicht, sondern Felix und ich. Und die Kleine liegt dann nebenbei an meiner Brust und schläft dann dabei langsam ein. Das ist so unser Abend. Ja, und das war eigentlich auch so das Lia-Update zu ihren Daten. Sie ist ungefähr 76 cm, 46 cm, 76 cm groß und wiegt jetzt schon über 10 Kilo. Größe tragen wir Größe 80, 86. So, und jetzt möchte die Kleine ganz schnell in den Mittagsschlaf machen. Schaut mal ihre Haare. Die sind ganz lang geworden. Richtig süß, ne? Großes Monster? Ja. Genau. Die Kleine macht immer einmal täglich Mittagsschlaf. Heute ist es schon das zweite Mal, also manchmal schläft sie auch zweimal oder dreimal. Es kommt immer darauf an, wann sie morgens aufsteht. Heute sind wir relativ früh aufgestanden. Und deswegen gibt es auch einen frühen Mittagsschlaf, beziehungsweise einen zweiten Mittagsschlaf. Ja, den machen wir jetzt. Oder die Kleine macht den jetzt. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!